Hallihallo, ich bin's wieder, der Knosti. Es ist, wie viel Uhr? 10:58 Uhr. An einem Dienstagmorgen. Ich bin krank zu Hause. Perfekte Voraussetzungen, um einen Commentary zu machen. Heute will ich euch zeigen, wie ihr so einen Clan-Tag machen könnt, wie ich ihn hier habe. Also so ein Baby-Clan-Tag oder was weiß ich, wie man Xbox-Buttons einfügt oder auch die Sticks einfügt. Und ich muss leider sagen, dies funktioniert nur auf der Xbox. Ich hab mich ein bisschen umgeschaut. Ich habe aber nichts gefunden, wie man das auf der PS3 machen könnte. Ich glaube nicht, dass es auf der PS3 geht. Ihr könnt ja mal ausprobieren, ob das funktioniert. Aber auf der Xbox funktioniert es ganz sicher. Und nein, Leute, ihr werdet nicht gebannt, wenn ihr es benutzt. Das ist nämlich ein absichtlicher Fehler von Infinity Ward und Activision. Also ein kleines Gimmick, also eine kleine Zusatzbeilage. Also keine Angst, ihr könnt das verwenden. Da. Also sonst würden sie ja sowas nicht reinmachen, oder? Sonst hätten sie das ja schon längst gepatcht. Also. Wir beginnen jetzt einfach von neu, machen wir mal was ganz Einfaches. Ich bin ein Österreicher, machen wir uns mal out in den Clan-Tag. Also hier löschen wir mal alles. Also, dann sehen wir, dass wir keinen Clan-Tag haben, oder? Ja, dann machen wir uns einen Clan-Tag, schreiben mal, wenn wir ein A haben wollen, nehmen wir so ein A, das ist hier dieses A, das wir brauchen. Das ist ein A mit einem Apostroph nach rechts, das brauchen wir. Und dann gibt es eine Liste, die werde ich euch unten in die Beschreibung geben. Da gibt es entweder den A-Button, den B-Button, den X-Button, den Y-Button, den LB, den RB, den Start-Button, den Back-Button, den linken Stick-Button, den rechten Stick-Button, LT, RT, den, also rauf, also dieses Steuerkreuz nach rechts, nach links und nach unten. Das sind alle, die ich kenne. Aber jetzt Vorsicht, also A, Y ist nicht gleich das Y, sondern das gibt's gar nicht. Also, nochmal, also man muss A, und wenn wir ein A haben wollen, ein A. Dann machen wir mal Start. Dann sehen wir im Clan-Tag nur so ein AA. Das schaut ja scheiße aus. Dann müssen wir einfach nochmal auf den Clan-Tag gehen und sehen nachher so ein komisches Kästchen. Danach müssen wir nur noch ein U und ein T einfügen. Und voilà, seht ihr hier ein AUT. Da weiß jetzt jeder, dass wir Österreicher sind. Aber wenn wir was Ausgefalleneres haben wollen, nehmen wir jetzt einfach mal Xbox. Schreiben wir Xbox hin. Okay, dann machen wir am Anfang ein A. Und ein C, das ist das X, also nicht AX, sondern AC ist das X. Da klicken wir mal auf Start. Natürlich geht es auch schneller, aber ich mache es mit euch vor, also langsam. AC, klickt wieder drauf. Seht ihr diesen einen Button schon so komisch? Geht wieder auf dieses A. Macht dann das B, also AB. So. Hier seht ihr wieder, das ist nur noch ein AB. Geht wieder auf den Clan-Tag. Und jetzt Vorsicht, ihr müsst jetzt nicht das O einfügen, sondern AC. C wieder für das X. Denn es ist auch ganz wichtig, man kann nur drei solche Buttons in den Clan-Tag reingeben. Vier geht nicht, sonst könnte man ja Baby, können wir mit allen verschiedenen schreiben. Aber Baby, wie ich es am Anfang gezeigt habe, kann man entweder mit einem B, einem A und einem Y schreiben. Oder mit zwei B und einem Y. Oder mit zwei B und einem A. Also man kann nur drei solche Buttons verwenden, das solltet ihr beachten. Und hier seht ihr jetzt schon, dass ich nach diesem, dass ich jetzt hier habe. Und jetzt müsst ihr halt wissen, wo das O hingehört. Ganz am Anfang habe ich das X, nachher noch ein B. Und jetzt kommt das O. Das heißt, ich füge einfach ein O ein, ein großes. Klick auf Start. Bin fertig. Und da seht ihr hier Xbox drinnen. Man kann ganz, ganz verschiedene Sachen machen. Nämlich, gehen wir mal hin, man kann Kills schreiben zum Beispiel. Ich gehe mal hier, müssen wir den Links-Button einfügen, oder? Left Stick. Das ist AP, also dieses A. Dann kommt ein PPP. So. Habt ihr wieder nur rechts dieses AP? Klickt wieder auf den Clan-Tag. Da seht ihr wieder nur so ein komisches Teil. Und nachher müsst ihr links hingehen. Also, das ist ja ganz wichtig. Und müsst hinschreiben: Kill. Jetzt müsst ihr mal schauen, was passiert. Bei dem linken Stick kommen nachher Kills, also LS-Button. Und beim rechten, wenn ihr den rechten Stick verwenden würdet, das wäre dann AQ, oder? Schau mal auf die Liste. Ja, das wäre AQ. Dann wird nachher Kills stehen. Also man kann ganz verschiedene Variationen damit machen. Man kann den Startbutton einfügen, man kann rauf, runter, wie auch immer. Und das ist eigentlich das alles. Das ist eigentlich alles. Man kann sich ein bisschen austoben damit. Ich benutze jetzt eigentlich fast nur noch OutP, also meinen richtigen Clan-Tag. Aber auch den kann man ein bisschen aufmotzen, indem ich jetzt A, klick auf Start, geh wieder drauf und U, T, P klicken kann.
So, ich sehe nur, das war ein Out-P-Clan. Man kann natürlich auch ohne verwenden, wenn man den nicht mehr haben will, geht man einfach wieder auf Rufzeichen, Clan-Tag und löscht dieses komische Zeichen hier. So, füge ein normales A ein und alles ist wieder so, wie es sein soll. Also, ich hoffe, es hat euch gefallen. Gebt vielleicht noch einen Daumen nach oben. Favorisieren wäre auch richtig geil. Und ihr seht schon, mein Nat-Typ ist Mittel. Oh, wie geil ist das eigentlich? Ja, und ich sag, ciao Leute, ihr könnt ja eure Bewertungen hinschreiben. Und falls ihr wisst, ob das mit der PS3 funktioniert, ich glaube ehrlich gesagt nicht. Ich habe früher gedacht, es funktioniert und ich habe auch anderen falsche Hoffnungen gemacht. Aber ich glaube, es funktioniert nur auf der Xbox, so ein exklusiver Deal sozusagen. Mit Microsoft genauso wie dass wir die DLCs wieder früher bekommen, die Xboxler. Aber nur noch 2012 hier. Ja, und ich hoffe, das hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal, euer Klosti.